dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Holstein Kiel, welches wir 0-4 verloren haben. Auf dem Podium neben unserem Cheftrainer Lukas Kwasniok, auch der Cheftrainer von Holstein Kiel, Marcel Rapp. Und ich würde dir auch gleich das Wort erteilen. Ja, nochmal hallo in die Runde. Für uns das erwartet schwere Spiel, was man, glaube ich, auch in den ersten Minuten gesehen hat. Paderborn mit einer Großchance nach 3 Minuten, mit einer Chance hinterher nach 6-7 Minuten. Dann haben wir ein bisschen was angepasst, dann sind wir besser ins Spiel gekommen, haben einen besseren Zugriff bekommen. Wir haben dann das gemacht, was uns in den vergangenen Wochen abgegangen ist, effektiv Fußball gespielt, haben dann mit der ersten Chance ein Tor gemacht und hatten dann einen besseren Zugriff aufs Spiel einfach. Und in den Umschaltmomenten waren wir dann immer brandgefährlich. Wir haben dann das 2-0, kurz nach der Halbzeit kommen wir raus, natürlich sehr begünstigt dann, dass wir das 3-0 machen, spielen uns gut in die Karten. Und dann haben die Jungs das, glaube ich, die ganze Zeit nach den ersten 10, 15 Minuten gut wegverteidigt und hatten auch immer wieder Umschaltmöglichkeiten. Ich glaube, was ich gesagt habe in den vergangenen Wochen, was uns da abgegangen ist mit der Effektivität, haben wir heute phasenweise richtig gut gemacht. Die Jungs haben sich wieder in alles reinkauen, das ist die Basis für unser Spiel. Mussten wieder Finn Porat auswechseln, verletzungsbedingt. Und trotzdem kommen dann die anderen Jungen rein, die dann Gas geben. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir weitergehen müssen, da wir immer noch viel Freude haben. Und so geht es jetzt weiter. Lukas, ich wünsche dir alles Gute mit deiner Mannschaft und viel Erfolg. Vielen Dank, Marcel. Dann gerne, Lukas, deine Sicht der Dinge. Ja, danke, Rappo. Unterm Strich steht auch in der Höhe eine verdiente 0-4 Niederlage. Als Ergebnis dazu natürlich die besten Glückwünsche, absolut verdient, Rappo. Weiterhin alles Gute. Ich glaube schon, dass ihr bis zum Schluss da oben dabei sein werdet, denn unabhängig von irgendwelchen Strukturen, die wahrscheinlich in den ersten 15, 20 Minuten etwas besser auf unserer Seite gewesen sind, gehört im Fußballsport in allererster Linie eine gewisse Gier, eine gewisse Bereitschaft, eine gewisse Zweikampfintensität dazu. Und wenn wir glauben, wir können hier ein bisschen Hallenhalmer spielen gegen Holstein Kiel, ein bisschen Jojo, dann bin ich genau der falsche Trainer. Das können die Jungs sich bei mir einmal erlauben, das haben sie sich heute erlaubt. Solange ich hier Trainer bin, nie wieder. Es geht einfach nicht, dass wir glauben, ein bisschen Fußball spielen zu können und so eine Mannschaft zu bespielen. Diesem Trugschluss sind wir das eine oder andere Mal schon erlegen. Aber da haben wir ein wenig besser dagegen gehalten. Wir müssen einfach verstehen, dass Zweitliga-Fußball auch Abnutzungskampf ist, dass Plätze nicht immer perfekt da liegen. Du musst um den zweiten Ball fighten. Und das haben wir einfach, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, heute völlig vergessen. Der eine oder andere wahrscheinlich heute unterm Kopfkissen gelassen oder ähnliches. Es war einfach nicht das, wie ich mir Fußball vorstelle, Leidenschaft. Die Fans kommen ins Stadion, die Zuschauer kommen ins Stadion, damit sie eine gierige Mannschaft hier sehen in Paderborn. Das war heute einfach leider nicht der Fall. Und nur ein bisschen, wie gesagt, Hallenhalmer. Das reicht nicht. Ich möchte gar nicht im Detail auf die einzelnen Gegentore und Ähnliches eingehen, sondern das ist eine übergeordnete Analyse. Es hat an den Basics gefehlt und das enttäuscht mich am heutigen Tage. Und das Einzige, was mich erfreut hat, war, dass wir das Spiel heute durchgebracht haben. Denn ich glaube, auch wenn wir Martin Enns mit einer roten Karte verloren haben und dann noch das dritte und vierte Gegentor dann schlucken mussten, wichtig war, dass wir heute durchspielen konnten. Ich habe auch, wie gesagt, alles Gute und bis zum Schluss drücken wir euch die Daumen. Weil ihr einfach gute Arbeit macht und guten Ball spielt. Vielen Dank. Danke, Lukas. Dann würde ich die Fragerunde eröffnen, wenn es Fragen gibt. Ja, Herr Reichstein, bitte. Herr Kwasniok, Sie sagten gerade, Sie sind froh, dass das Spiel überhaupt durchgebracht worden ist. Wie knapp war es denn vor dem Abbruch? Was hat der Schiri Ihnen gesagt? Und was haben Sie auch den Fans vor allen Dingen auch gesagt? Sie sind ja mit Benny Weber und den Co-Trainern da hingegangen. Ja, ich glaube, dass es nicht allzu viel gefehlt hat. Wir haben sie einfach darum gebeten, sich das nochmal zu überlegen. Sie darauf hingewiesen, dass im Falle eines weiteren Ballwurfs das Spiel eben abgebrochen werden würde. Wir haben vom sportlichen Bereich einen ganz guten Draht zur Fanszene. Sie unterstützen uns immer nach besten Kräften. Und deswegen war das schon auch sinnig, dass wir vom sportlichen Bereich dorthin gehen. Haben ein sachliches Gespräch mit dem Capo geführt und am Ende haben sie es entschieden. Wir wussten nicht genau, wie es weitergehen wird, aber offensichtlich hat das
geholfen. Und sie haben sich besonnen, wenn man das so sehen will, und haben uns das Spiel einfach zu Ende spielen lassen. Eine Nachfrage, wie soll es eigentlich jetzt weitergehen aus Trainersicht? Ich meine, so kann es ja nicht weitergehen. Die Unterbrechungen werden ja gefühlt immer länger, die Abbrüche rücken immer näher. Was erhoffen Sie sich als Trainer? Dass meine Mannschaft beim nächsten Spiel besser Fußball spielt. Herr Beinecke. Aber um doch bei dem Thema noch zu bleiben, die Nachfrage, von wem ging die Initiative oder der Entschluss dann auch aus, in die Kurve zu gehen? War das auf Bitten des Schiedsrichters? Haben Sie das dann selbst irgendwie entschieden, wir gehen da jetzt mal hin, oder? Weiß ich gar nicht ganz genau. Geschäftsführer Sport, Benny Weber, kam zu mir und meinte, dass es sinnig wäre, wie der Vorlauf gewesen wäre oder gewesen ist, weiß ich nicht. Und dann sind wir natürlich auch rüber, weil wir, wie gesagt, uns zumindest auch flüchtig kennen. Und einfach, glaube ich, diesbezüglich einen ganz guten Draht haben. Und nochmal, gut, dass es zu Ende gegangen ist. Vielleicht dann auch nochmal zum Sportlichen. Sie hatten heute ein bisschen was umgestellt, ist bei Ihnen ja auch nichts Neues, auch was personell betrifft, was Taktik betrifft. Warum haben Sie sich denn beispielsweise dann dafür entschieden, Kai Kleefisch draußen zu lassen? Und was war auch der Gedanke, dann auch so viele Offensivakteure dann eigentlich aufs Feld zu bringen? Ja, du machst ja immer viele Gedanken vorm Spiel. Ich habe immer gesagt, wir haben kaum Ausreißer nach oben bei den Jungs. Also es ist ja kaum ein Spieler irgendwie aktuell bei uns auf dem Platz, der zeitnah in der Bundesliga aufkreuzen wird. Das ist einfach nicht so. Und dann machen wir uns das zunutze. Für mich war es einfach wichtig, so ähnlich wie in Freiburg zu spielen, die linke Seite zu überladen, mit drei sehr laufstarken Spielern hinterm Adi zu agieren, und das sind eben Philipp Bilbier, Ansa und Koston. Sie haben alle lange Beine. Die Beine vom Kai sind ein bisschen zu kurz, um da diese Bälle immer abzugreifen. Ich weiß, dass er sehr, sehr viel Energie mitbringt, aber ich wollte dann mit Dave einen ruhigen Spieler davor haben. Das waren so die Überlegungen, und sagen wir es mal so, die ersten 20 Minuten geben mir recht, 90 Minuten oder die restlichen 70 geben Ihnen recht, dass Sie das dann hinterfragen. Ich glaube nur, nochmal, es lag nicht an der Ausrichtung, weil der Gegner sehr viel oder erstmal anpassen musste, sondern einfach, und das muss man sagen, das sage ich selten, heute war kaum jemand, Hoffmeier würde so zumindest mal ein bisschen ausklammern, kaum jemand am Limit. Und dann reicht das einfach gegen Holstein Kiel nicht. Und Sie haben ja heute gesehen, warum ich bei der PK vor zwei Tagen nicht von einem Spitzenspiel gesprochen, weil es gab eine Spitzenmannschaft und eine Azubi-Mannschaft. Kurz nochmal zum Personal. Schuster, Hansen, Brackelmann nicht im Kader. Sie mussten natürlich auch welche streichen. Da war jemand auch von denen irgendwie angeschlagen oder warum das? Ja, so wie das Spiel heute gelaufen ist, so war die gesamte Woche mit der Verletzung von Obermeier, muss Liu habe draußen gelassen, weil er eben aus meiner Sicht noch nicht ganz fit gewesen ist. Dafür habe ich heuer die Chance gegeben. Brackelmann hat, glaube ich, das letzte Spiel über 90 Minuten vor langer, langer Zeit gemacht. Irgendwann mal, weiß ich jetzt nicht, im November. Und wir sind dafür da, die Jungs eben zu entwickeln, auszubilden. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ihn 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielen zu lassen. Genau das Gleiche bei Mattes Hansen, weil er einfach ewig lang keine 90 Minuten mehr in den Beinen hatte. Und bei Marco Schuster war es einfach so, dass er sich gestern im Abschlusstraining am Knie leider verletzt hat. Da müssen wir mal weitere Untersuchungen abwarten. Scheint nichts Dramatisches zu sein, aber er war heute nicht spielfähig und deswegen hat er dann im Spieltagskader gefehlt. Ja, quasi, Sie sprechen gerade selbst von einer Azubi-Mannschaft. Würden Sie auch sagen, dass dann heute auch dem SCP auch die Grenzen aufgezeigt worden ist, dass die Mannschaft also noch keine Spitzenmannschaft ist? Sie haben ja selber gesagt, es ist kein Spitzenspiel, aber andersrum, der SCP war die beste Mannschaft der letzten 7 Spieltage. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, ja, aber deswegen bist du noch lange kein Spitzenteam, wenn du mal eine Phase hast. Oder würden Sie jetzt Braunschweig als Spitzenteam betiteln? Sie haben halt jetzt eine gute Phase, gewinnen Spiele, aber deswegen sind Sie ja kein Spitzenteam. Und so ging es uns auch. Wir haben schon ein Gefühl für die Jungs, welche Qualitäten sie haben. Und wir sind meilenweit von der Spitzenmannschaft entfernt. Das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es führt eher dazu, dass ich so im Stadion das Gefühl habe, hey, wir haben hier irgendwie was zu verlieren. Für uns ging es vor allem nach dem Saisonstart, nach dem Umbruch, für mich zumindest mal, für die Mannschaft, für den sportlichen Bereich, darum, sehr, sehr schnell 40 Punkte zu holen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
und müssen einfach diesen mit Gier wieder füllen. Also diesen Weg, diese Spiele mit Gier füllen. Wir müssen um jeden einzelnen Punkt kämpfen, damit wir diese 40 Mal voll machen. Denn auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn jeder sagt, ja, die 6 Punkte holst du irgendwo, irgendwann. Nee, nicht irgendwo, irgendwann. Nächste Woche in Wien-Wiesbaden, nach Möglichkeit. Dann vielleicht ein Satz zu Maxi Rohr. Sie haben ja am Donnerstag gesagt, der kann in 15 Minuten die ganze Welt verändern. Gut, dass ihm heute nicht so ganz gelungen, aber dass er wieder da ist, das wird Sie ja zumindest ein bisschen glücklich stimmen. Ich will ehrlich sein. Ich hätte ihn besser draußen gelassen. Muss ich auf meine Kappe nehmen. Wollte aber, nachdem wir 2-0 hinten lagen, einen kreativeren Innenverteidiger, der andribbelt, der einfach mit dem Ball eine andere Qualität an den Tag legen kann, als jetzt ein Giannis, der in der Defensive seine Stärken hat. War für die Katz. Habe ihm keinen Gefallen getan, der Mannschaft dann nicht und dementsprechend uns allen nicht. Es ist so. Grundsätzlich sind wir happy, aber ich habe ihn im Endeffekt zu früh reingeworfen und die falsche Entscheidung getroffen. Ja, einmal das Mikrofon weitergeben bitte, hier vorne. Niklas Heidenkieler, Nachrichten. Marcel, warst du eigentlich überrascht über die Freihaus-Motivation vor Anpfiff? Luis Holpi hat eben davon erzählt, wenn ich das richtig erinnere, der Spieler Uhud war es, der vor dem Spiel in der Stadionshow mal eben 4-0 für Paderborn tippt und Luis Holpi sagt, das war schon Thema in der Kabine. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Wenn das so war, hat er falsch getippt, aber das beeinflusst jetzt. Ja, oder nicht richtig. Oder, ja. Er hat es für Paderborn getippt. Das wird man jetzt so hochhängen. Ich glaube, wir waren motiviert genug. Hat man ja gesehen, die Jungs, dass sie da trotzdem dranbleiben, auch wenn es am Anfang nicht so gut lief. Und da brauchen wir keine extra Motivation. Dankeschön. Eine Frage noch zu Martin Enz, wo du so ein Jungprofi, kein junger Spieler mehr, aber Jungprofi noch, das hätte er sich sparen können, hätte er anders rangehen müssen, in der Nachspielzeit bei 0-4 oder wie sehen Sie es? Ja, vor allem der Ballverlust vorher war schon völlig unnötig, sodass wir da in Schwulitäten kommen. Ich finde nicht nur, dass er ein Jungprofi ist, sondern mit 21 auch noch ein junger Spieler. Also da wird er daraus lernen und ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen niedergeschlagen, aber morgen wird es auch wieder hell und dann geht's weiter. So, sind da noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz. Unseren Gästen eine gute Heimreise. Viel Erfolg weiterhin. Und wir sehen uns dann alle in 14 Tagen wieder.